Servus miteinander und willkommen zurück zu Judgment Apocalypse. Ja, in der letzten Folge gegen Ende hat uns hier einer um Hilfe gebeten. Und da sollten wir uns definitiv drum kümmern. Damit wir zusätzliche Leute bekommen, damit es da arbeitstechnisch vorangeht. Weil gegenwärtig geht da ja gar nichts arbeitstechnisch voran. Nun, dann suchen wir mal den Käfig. Naja, die Dämonen, die hier schon mal frei rumlaufen, können wir schon mal erledigen. Das soll dem Ganzen keinen Abbruch geben. So, den Vorkobold noch blätten. Ah, da hinten. Alles klar. John, probierst du dein Glück? Ja doch, John kommt einigermaßen voran. Timmy geht hier hin. Stefanie geht dann bitte mal auch mal ein bisschen näher ran. Gleich müsste ja hier feindliche Verstärkung kommen. Oh, von allen Richtungen. So genau, ihr schießt auf den, du bekämpfst ihn im Nahkampf. Und John hält das aus. Alles klar. Ich glaube, damit wäre diese Mission so gut wie geschafft. Bobby! Willkommen! Na dann, Leute. Bitte alle. Verschwinden wir hier. Wir haben genug Aufmerksamkeit verursacht. Damit sind wir offiziell jetzt zu sechst. Noch mehr Schwefel. Jede Menge Kills. Nein. Das könnte man schaffen für Schrott. Wasser und Steine. Na komm, wir haben momentan ein kleines Wasserproblem. Also holen wir uns mal das Wasser da oben. Oh, da kommt direkt Feuerkobolde auf uns zu. Na komm, weiter. Den Kobold bitte auch. Oh, das war's noch nicht. Das sind überall Müllcontainer. Guck mal, da ist die Beute. Holen wir uns einfach mal die Beute hier ab. Im schlimmsten Fall machen wir halt nicht alle platt. Dauert es da noch lange? Ist gerade mal bei der Hälfte. Ich glaube, mit alle Gegner niederbashen wären wir schon längst durch. Ah, guck mal, da kommen Gegner. Zwei Kobolde, alles klar. Ja, das waren Steine. Brauchen wir nicht, wir wollen das Wasser haben. Wunderbar. 25 Wasser. Sehr gut. Na dann, ab nach Hause. Immerhin müssen wir jetzt Bobby einkleiden. So, mit dem Wasser sind wir jetzt hier. Haben wir noch einen Bogen übrig? Jawohl. So. Schlagstock. Schaden 16. Da können wir ein paar Upgrades machen. Ein Salat. Ja klar, produzieren wir hier ein paar Kleinigkeiten. Wie viel Holz haben wir denn noch? 97. Hm.
Ich wollte ja noch eine Weizenfarm bauen. Ach ja, dafür brauche ich 12 Bretter. Das kann natürlich dauern. Hey, Level Up für Stephanie. Herzlichen Glückwunsch. Bogenschießen 1. Nahkampf. Bis unsere Nahkämpferin hier. Da hätten wir Medizinhandwerker brauchen können. Wer weiß das schon. Was brauche ich eigentlich für einen Salat? Oder muss ich dafür noch was erforschen? Werkstatt Esstisch. Achso, das produzieren die selber. Nun gut, dann fehlt eigentlich nur noch das Weizen. Bobby, was treibst du so momentan? Bauen. Ich glaube, du wirst jetzt unsere primäre Herstellerin. Damit Steve auch mal ein bisschen entlastet wird. Wobei Timmy ist ja unser Hauptforscher momentan. Mach doch mal bitte weiter. Wir brauchen das Holz. Ja, bald können wir Metallminen basteln und Metalle fördern. Das wird toll. Ja, eigentlich. Oh, da benötigt wieder jemand Hilfe. Moment, graden wir mal unsere Nahkampfwaffen auf. Du bist ja hier unsere Nahkampfexpertin. So, was stimmt denn mit dir nicht? Du bist müde. Ja, da kann ich auch nichts für. Nun gut, ziehen wir nochmal los und organisieren uns nochmal einen Gehilfen. Ja, Bobby kommt da auch natürlich auch mit. Desto mehr wir sind, umso stärker sind wir. Und Steve bleibt nach wie vor daheim. Mhm. Also, wo... Ach, da. Ja klar, damit werden wir fertig, auf jeden Fall. Keine Frage. Militärbasis, 2 Gegner. Machen wir vielleicht auf den Rückweg. So, wo versteckt er sich? Wenn man hier noch mehr plündern könnte, wie zum Beispiel die ganzen Häuser. Das wäre schön. Nicht nur diese Vorratskisten. Oh, guck mal, Kobolde. Schalten wir die aus. Desto mehr Ruhe haben wir später. Mhm. Also, suchen. Suchen und zerstören. Naja, oder suchen und befreien in dem Fall. Ah, da oben. Bobby, wie gut bist denn du? So, Stephanie geht hier hin. Und John dahin. Oh, guck mal, da kommen sie schon von oben. Greif mal an. So, war's das jetzt? Ich hoffe mal. Ja, Sam, herzlich willkommen. Na dann, Leute, Abmarsch. Die Frage ist, wie lange wird es noch so einfach bleiben? Gut, unterwegs holen wir uns dann noch ein bisschen Beute ab.
Jo. Dann gehen wir mal. Schrott, Wasser und Schrott. Ja komm, wir plündern mal alles. Und wir da auch mal vorankommen. Bobby, renn nicht so weit voraus. Hörst du? Guck mal. Da sind die hässlichen Burschen schon. Wollt ihr den mal bitte verprügeln? Und da ist der nächste Kobold. Weg damit. Oh, Feuerkobold. Supi. Wir bekommen 50 Schrott. Ist doch schön. Dann nehmen wir noch das Wohngebiet hier mit für das Wasser. Mit ein paar geringen Dämonen sollten wir fertig werden. Ja, dann sollten wir ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. Die ist ja auch nicht mehr das, was sie einst war. Ah, guck mal, da kommt schon der erste Freiwillige. Kloppen wir den mal nieder. Jo, verziehen wir uns mal nach hier hin. Oh, oh. Kommt Leute, Feuer frei. Oh, oh, komm von hinten. So, haben wir gleich. Was das? Ja, das war's. Bekommen wir jetzt noch Wasser und noch mehr Schrott. Und die kleine Militärbasis nehmen wir auch mal mit. Go. Ich hoffe mal, die können so viel schleppen. Wäre traurig, wenn nicht. Kommt Leute, macht's platt. Einer muss hier noch irgendwo sein. Da hinten ist schon mal die Beute. Und da ist der Kobold. Wunderbar. Jo, ab nach Hause. Jo, Level up für Anne. Sehr schön. Spähen, patrouillieren. Nimm die schnelle Heilung. So, jetzt haben wir 336 Schrott. Sam, nimm mal bitte vorerst die Keule. Produzieren wir hier nochmal so ein Teil. Bobby, du bekommst sowas hier. Mhm. So, Weizenfelder kann ich die mittlerweile bauen. Jawohl. Eins. Und da brauche ich immer noch mehr. Also da hat jemand durchgehend Holzbretter basteln. Mhm. Also dann fällt ihr mir mal diesen Wald hier. Da könnten wir hier eventuell dann noch ein bisschen Holz anpflanzen, uns das Holz nicht ausgeht. Mhm. Na komm, bauen wir einfach mal drei an. Oh, Nahrungsmittelknappheit. Und Wasserknappheit schon wieder. Bobby, wo rennst du hin? Und Sam,
bekommst erstmal das da. Prioritäten zuweisen. Nee, Okkultes lässt du mal bleiben. Oh, darin bist du immer gar nicht gut. Du kannst ja mal mit Wasser holen. Jo, so sollte es auf jeden Fall mal hinhauen. Und wer ist unser Bauarbeiter? Steve? Jo, Steve kümmert sich drum. Oh, wir haben wieder Forschungspunkte, das ist doch schön. Dann erforschen wir endlich mal die Metallbearbeitung. Ah, ich brauche Bücher. Forschungsmaterialien. Was brauchen wir denn für einen Kompositbogen? Ah, Pfeile fehlen noch. Na dann, produziert mal alles. Und wir hier unsere Bögen durch Kompositbögen austauschen können. Habe ich jetzt genug Holz für ein weiteres? Oh, jetzt fehlt mir Lehm. Ja gut. Stefanie, bau mal erstmal Lehm ab. Sam, bau Lehm ab. Ja, Wasser wird schon wieder knapp. So, noch ein Weizenbauernhof. Und wir haben Brötchen produzieren können. Dann haben wir keine Probleme mehr, was Nahrung angeht. Hilfe benötigt. Jemand in der Nähe wird von feindlichen Kreaturen gejagt. Oh, das nennen die in der Nähe. Nun gut. So, da kommt dann auch mal Sam mit dazu. Oder lassen wir Steve auch mal mit raus? Nee, komm. Ich kann maximal 5 Leute mitschleppen. Alles klar. Na dann. Gehen wir da mal zur Rettungsmission. Jo, hier hätten wir ein paar Steine. Und eine Begegnung. Und das war's. Toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hier hätten wir ein bisschen Lehm. Oh, Werwolf und ein Höllenhund. Schauen wir mal, ob wir dafür gewachsen sind. Ein Werwolf und ein Höllenhund hier in der Stadt. Das kann ja richtig gemein werden. Da kommt der Werwolf. Kommt Leute. Oh oh. Stefanie und Timmy kassieren ja so richtig. Oh, Timmy. Nein. Timmy. Timmy. Das war gemein, Höllenhund. Weißt du, kaum kippt Timmy um, passiert sowas. Ich hoffe mal, der Neue ist es wert. Wo versteckt er sich überhaupt? Komm raus, wo immer du steckst. Jetzt müssen wir da hoch. Wahrscheinlich ist er gar nicht mal hier in der Nähe. Ach doch, da oben.
Bobby, du öffnest? Ich sagte Bobby. Ich sagte, Bobby öffnet. Gehst hier hin. John? Du gehst hier hoch. Weh, du bist es nicht wert, Kleiner. Oder Kleine. Da kommt ein geringer Dämon. Und ein Feuerkobold. Würdet ihr den mal bitte treffen? Stefanie, geht's gerade mal nicht so gut? Anne? So, Stefanie. Nicht du. Warum versteckt sich immer der Falsche? Gibt ja auch keinen Sinn. Haben wir es hier bald? Oh nein. Ein Schnitter. 50 HP, Rüstung 2. Leute, wir hauen hier ab. Oder versuchen wir es trotzdem. Kommt. Mach den Schnitter platt, John! 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 Oh! Jetzt habe ich schon 2 verloren. So gemein. Und jetzt nochmal ein Prob. Jenny. Ich hoffe, du bist es wert. Komm, hauen wir ab. Eieieiei. 2 Überlebende verloren. Ich glaube, wir brauchen dringend bessere Waffen. Killed in Action. Felle, Schwefel, Ektoplasma, Körper eines Überlebenden, ein toter Kamerad. Ab nach Hause. Das war jetzt wirklich ein Reinfall. Zwei für eingetradet. Jenny. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.